Erinnert ihr euch an die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland? Wer machte die geilste Party? Aus meiner Sicht waren es neben den Schotten vor allem die Niederländer, die mal so richtig abgingen. Uns interessiert, können die Niederländer in Deutschland nicht nur alleine feiern, sondern auch mit deutschen Fans? Gibt es echte Fanfreundschaften zu Fans von deutschen Clubs? Ja, es gibt sie tatsächlich und das trotz der jahrzehntelangen Rivalität auf dem Fußballplatz. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige bemerkenswerte Fanfreundschaften zwischen niederländischen und deutschen Fußballclubs. Als erstes haben wir hier die Verbindung zwischen den Fans von Herakles Almelo und Preußen Münster. Die Freundschaft ist auf Ultraebene entstanden. Ein paar Anhänger der aktiven Fanszenen von Almelo hoppten so um 2005 ein wenig durch Deutschland und blieben in Münster hängen. Sie wurden freundlich empfangen und reisten später auch mit den Ultras von Münster, damals noch der Curva Monasteria. Beziehungsweise Lunatics zu Auswärtsspielen in der Oberliga Westfalen. Mit der Zeit entstand eine echte Freundschaft zwischen den Clubs und die endete auch nicht, als Preußen Münster ab der Saison 2011 einige Jahre in der Dritten Liga spielte und die Strecken weiter wurden. Almelo-Fans erklärten in einem Interview: In den Niederlanden beschweren wir uns schon, wenn wir auswärts nach Maastricht fahren müssen. Aber ich bin mit Münster zu Auswärtsspielen in Karlsruhe, Rostock und Saarbrücken gefahren. Die Freundschaft zwischen Herakles Almelo und Preußen Münster hat bis heute Bestand, aber es gibt noch eine andere Freundschaft von Almelo mit einem deutschen Club. Die Rede ist von BSG Wismut Gera. So gab es auch dort gegenseitige Besuche der Spiele. Ob es diese Freundschaft heute noch gibt? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Blicken wir als nächstes auf VVV Venlo und den KFC Uerdingen. Den KFC Uerdingen und den VVV Venlo. Trennen gerade einmal 40 Kilometer und ist ein Beispiel für die grenzüberschreitende Verbundenheit im Fußball. Diese Beziehung ist vor ein paar Jahrzehnten entstanden und hat sich durch regelmäßige Besuche und Unterstützung bei Spielen vertieft. Es gibt auch Freundschaftsschals, Freundschaftsspiele und gegenseitige Unterstützung, egal in welcher Liga. Wie die Freundschaft entstanden ist? Nicht unwichtig ist sicherlich, dass die Stadt Krefeld und Venlo eine Städtepartnerschaft vereint. Was meint ihr, was ist die Verbindung zwischen dem FC Groningen und Rot-Weiß Erfurt? Die Fanfreundschaft zwischen dem FC Groningen und Rot-Weiß Erfurt gehört sicherlich zu den ältesten Verbindungen. Auslöser waren die UEFA-Pokalspiele im Herbst 1991. Zwar gewann Erfurt damals beide Spiele und schied danach dann gegen den späteren Pokalsieger Ajax Amsterdam aus. Geblieben ist aber eine Verbindung, die im Jahr 2014 richtig intensiviert wurde. Am 8. Oktober 2014 kam der FC Groningen zum emotionalen Abschied vom alten Steigerwaldstadion, das inzwischen umgebaut wurde. Seit diesem Tag ist die Freundschaft zwischen den beiden Clubs noch intensiver gewachsen, vor allem zwischen den Ultragruppierungen Erfordia Ultras 1996 und den Ultras groningen Gegenseitige Besuche und Treffen und Freundschaftsspiele prägen die Verbindung. Die Fanfreundschaft zwischen Twente Enschede und Schalke 04 ist eine der bekanntesten und tief verwurzelten Verbindungen im europäischen Fußball. Seit den 1990er Jahren sind beide Fanlager befreundet. Es begann aber viel früher. Ein paar Schalke-Fans aus Enschede fuhren zu den Spielen Ende der 1980er sogar zu spielen bei Hertha BSC über die Transitstrecke, wo noch nicht Zehntausende, sondern nur ein paar hundert unterwegs waren. Was zu Beginn lose Kontakte auch vor allem auf Hooligan-Ebene war, wurde bald darauf auch von der breiten Masse beider Fanlager angenommen. Immer mehr Fans besuchten die Spiele des jeweils anderen Clubs. Die Freundschaft wurde dann noch verstärkt, als beide Vereine im UEFA Cup 2008/2009 und in der Europa League 2011/2012 aufeinander trafen. Und mit gemeinsamen Aktionen wie Choreografien. Die Verbindung huldigten. Ein Spiel zwischen Twente und Schalke 04 gehört inzwischen fast jedes Jahr zum festen Programmpunkt der Fans. Eigentlich gebe eine Partie zwischen Roda Kerkrade und Alemannia Aachen ein super Lokal-Derby ab. Beide Clubs haben die gleichen Vereinsfarben und gerade einmal 14 Kilometer trennen die beiden Stadien. Auf halbem Weg zwischen den Autobahnen A70 und A4 liegt dann aber die deutsch-niederländische Grenze, die beide dann wieder verbindet. Und eine intensive Freundschaft entstanden ließ. Der Beginn der Freundschaft ist auf das Jahr 1989 datiert und findet wie bei Twente und S04 seinen Ursprung in den Hooligan-Szenen. Tatsächlich hat man sich bis zum Jahr 1985 anscheinend nicht wirklich gemocht. Es gab zwar schon regelmäßige sportliche Vergleiche auf dem Rasen und abseits, aber erst ab 1985 gab es die ersten freundschaftlichen kleinen Kontakte zwischen einzelnen Fans. Und Hooligans. Die Kontakte wurden dann in den 1990er Jahren intensiviert und mit der Ultrabewegung noch stärker in die Fanlager verbreitet. Clubs und Fangruppen haben über die Jahre hinweg viele gemeinsame Veranstaltungen organisiert, darunter Freundschaftsspiele und Fanmärsche. Auch wollte Alemannia Aachen während des Neubau des Stadion Tivoli seine internationalen Spiele im UEFA-Pokal 2004-2005 in Kerkrade austragen. Das wollten aber einige Fußballfunktionäre nicht. Und so musste man nach Köln ausweichen. Dabei hätten gerade diese Spiele in den Niederlanden noch einmal mehr gezeigt, wie Fußballgrenzen überwinden und Menschen zusammenbringen kann. Kennt ihr weitere freundschaftliche Verbindungen zu niederländischen Clubs? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Teilt gerne das Video und vor allem abonniert unseren Kanal.